Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute gibt es ein paar News zu Binance, Bison und einigem mehr. Viel Spaß beim Schauen. Wie dir wahrscheinlich aufgefallen ist, kommen meine Videos in letzter Zeit ziemlich unregelmäßig. Das liegt nicht daran, dass ich keine Lust habe, sondern es liegt hauptsächlich an dem ruhigen Markt. Wie du wahrscheinlich selbst mitbekommen hast, es passiert aktuell nicht wirklich viel Interessantes. Auch viele Nachrichtenseiten und auch viele YouTuber hängen sich auf Kleinigkeiten auf, die eigentlich für den Otto Normalverbraucher nicht von Bedeutung sind, und dementsprechend spare ich uns beiden die Zeit und sammle die News, so wie heute, damit wir uns diese einfach mal gemeinsam gebündelt anschauen können. Natürlich, sobald es wieder heiß wird oder interessante, wichtige News auftauchen, dann kommen auch zeitnah Videos, damit du natürlich auf dem Laufenden bleibst. Dementsprechend lohnt sich natürlich auch ein Abo und vor allem die Glocke zu aktivieren, damit du immer Bescheid weißt, wenn was Neues, Wichtiges auf dem Markt passiert. Lass mir mal kurz Feedback da, ob das dir so gefällt oder ich trotzdem irgendwelche Videos raushauen soll, und falls du Ideen hast, weil du sagst, ich verstehe nicht, wie etwas funktioniert, ich bräuchte eine Anleitung, erklär uns das nochmal, dann natürlich gerne mal in den Kommentaren da lassen. Jetzt aber zu den eben erwähnten News. Wie du siehst bei Aufnahme des Videos, der Bitcoin bei knapp 26.900 Dollar. Im Verlauf des gestrigen Tages waren wir auch über den 27.000, wir haben wieder leicht runter korrigiert. Es ist einfach aktuell ziemlich ruhig auf dem Markt. Wir hören hin und wieder mal was von der SEC, dann von den ganzen Börsen, wo irgendwer irgendwo irgendwas wieder gemauschelt wird. Gemini zieht sich aus Niederlanden zurück. Dann haben wir aber auch natürlich News rund um Binance, denn wie du möglicherweise schon mitbekommen hast, ab sofort kannst du dort keine Euro-Transaktionen mehr machen, denn die Kooperation mit dem Partner Paysafe wurde eben hier abgebrochen. Das heißt, du kannst keine Euros mehr einzahlen und du kannst auch mit Euros keinen Spothandel mehr machen. Du kannst deine Euros noch auszahlen, du kannst auch hingehen und mit Dollar und sonst irgendwas traden. Du kannst auch mit deiner Kreditkarte traden, aber Euro an sich funktioniert leider so nicht mehr. Dementsprechend ist es natürlich die Frage, ob man bei Binance bleiben möchte oder nicht. Ich verlinke dir natürlich auch nochmal einen kurzen Newsartikel zu Binance, damit du alles nochmal in Ruhe nachlesen kannst, wenn du hier noch Fragen offen hast. Ansonsten jetzt eben für dich die Info. Dann wurde es ziemlich laut um Bison, denn Bison hat seine Geschäftsbedingungen angepasst. Soweit erstmal nichts Verdächtiges, aber in diesen Bedingungen steht, dass sie deine Kryptowährungen, die du bei Binance liegen hast, irgendwo staken dürfen. Das heißt, sie staken deine Kryptowährungen, du bekommst aber nichts davon. Das ist natürlich ein bisschen blöd, vielleicht sogar ein bisschen frech, warum jetzt natürlich hier ziemlich Aufruhr herrscht, und ich kann jeden Nutzer verstehen, der das Ganze eben hier nicht so cool findet. Dementsprechend macht sich Bison meiner Meinung nach immer unsympathischer. In der Vergangenheit ist meiner Meinung nach die App immer unübersichtlicher geworden, die Kosten sind teilweise zu hoch. Dafür hast du trotzdem nicht allzu viele Kryptowährungen, und auf der anderen Seite hast du jetzt auch noch das Chaos mit den Aktien. Klar, wer es mag, kann es weiter nutzen. Ich distanziere mich immer mehr von Bison. Es gibt einfach viel zu viele Alternativen, und wenn ich mir überlege, meine Kryptowährungen liegen hier zwar ziemlich sicher, ich bekomme aber dafür nichts, Bison macht sich da aber einen schönen Reibach draus, dann gehe ich doch lieber zu Nexo. Auch wenn man natürlich hier ein höheres Risiko hat, kann man hier seine Kryptowährungen zu doch recht guten Prozenten anbieten. Anlegen. Klar, es ist nicht sicherer als eine Cold- oder Hardware-Wallet, dementsprechend empfehle ich definitiv jedem einen Ledger, einen Alipel, vielleicht auch eine Tangem-Wallet, je nachdem, was du eben für Vorlieben hast. Dazu gibt es schon einige Videos. Aber falls du hingehst und sagst, nö, ich möchte ein bisschen Geld für meine Kryptowährungen bekommen, weil ich nicht alles auf irgendeine Hardware- oder Cold-Wallet schicken möchte, dann eben hier Nexo nutzen. Ich kann es nicht oft genug sagen, unten in der Videobeschreibung gibt es auch den Link, falls du dich über den Link anmeldest und 30 Tage 100 Dollar oder mehr auf der Börse liegen hast, dann bekommst du 30 Euro Anmeldebonus. Ich ebenfalls. Somit profitieren wir beide, was schon mal eine sehr coole Sache ist. Und das Ganze bekommst du in Bitcoin, was doppelt cool ist. Und du siehst, du kannst dann den Bitcoin mit bis zu 7% anlegen. Aber wenn du auch Euro anlegst, beziehungsweise Euro einfach nur anzahlst, dann bekommst du nur dafür, dass Euro auf Nexo liegt, 7%. Was du mit den Euros machst, ist dir überlassen. Du kannst damit die Karte decken. Du kannst damit deine Kreditkarte eben auch decken, beziehungsweise dann eben den Kredit begleichen, oder du hast es einfach bereit, um Kryptowährungen zu kaufen. Du siehst also, es gibt hier sehr viele Möglichkeiten. Falls du sagst, nö, das ist mir hier zu riskant mit Euro, dann kann ich es auch nicht oft genug sagen. Schau dir Trade Republic an. Ab 1.10., also ab Sonntag, gibt es hier 4% auf das Geld, was bei Trade Republic liegt und nicht investiert ist. Dementsprechend, du siehst, aktuell wird es sparen und anlegen deutlich lukrativer als es investieren. Es gibt natürlich immer noch sehr interessante Kryptowährungen, die rein theoretisch
irgendwann mal viel wert sein können. Aber wenn man nicht alles in Kryptowährungen stecken möchte, und ich persönlich gehe nochmal von einer Korrektur aus, weil es einfach die Wirtschaft nächstes Jahr doch meiner Meinung nach sehr hart treffen wird, dann kann man erst einmal so ein wenig sein Geld liegen lassen, aber auch arbeiten lassen. Dann nochmal ein kurzes Problem in eigener Sache. Ich werde immer regelmäßig gefragt, warum kommen denn keine Videos zu Plutus? Plutus ist doch so eine coole Karte, da bekommt man gute Prozente und gute Perks. Stell das Ganze doch mal vor. Ich habe es in der Vergangenheit erwähnt, ich habe mir da einen Account gemacht, ich wurde nicht angenommen, dementsprechend habe ich auch lange Zeit mich mit Plutus nicht beschäftigt und konnte so auch kein vernünftiges Video dazu machen, denn ich möchte ja kein Halbwissen hier vermitteln. Ist einiges an Zeit verstrichen, ich habe inzwischen eine neue Nummer, ich habe inzwischen einen neuen Ausweis und habe mir gedacht, gut, du probierst nochmal dein Glück. Ich habe es probiert und Plutus hat wieder gesagt, es ist ein Problem aufgetreten, bitte kontaktiere den Support. Ich habe den Support kontaktiert und mir wurde eine Mail zugeschickt mit der Information, ich kann kein Konto eröffnen, sie können mir aber auch keinen Grund nennen. Dementsprechend, der zweite Versuch ging auch ordentlich in die Hose und ich werde Plutus jetzt ab sofort meiden müssen, weil ich, wie gesagt, hier keinen Account kriege. Warum auch immer, ich bin bei sonst allem angemeldet, wie bei Hi.com, Nexo, Crypto.com, Binance, egal wo, bei jedem funktioniert es, bei jedem passt es. Plutus hat keine Lust auf mich. Ich habe denen eben auch schon gesagt, ich würde ein Video gerne dazu machen, ich würde es einfach promoten. Es gibt sehr viele Fragen aus der Community, aber sie haben gesagt, nö, können wir nichts machen. Dementsprechend bin ich hier ein wenig enttäuscht und muss aber auf der anderen Seite sagen, inzwischen möchte ich auch gar nicht mehr zu Plutus, weil mir das einfach ein wenig unseriös rüberkommt, wenn man mir keinen Grund nennen kann, warum man mich als Kunde nicht haben möchte. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwas verbrochen habe oder mal gesperrt wurde. Ich konnte seit Beginn an leider kein Konto eröffnen. Ist natürlich ziemlich schade. Ist vielleicht auch nur das Schicksal eines Einzelnen. Du darfst mir natürlich gerne deine Meinung, deine Erfahrungen auch in den Kommentaren dalassen. Ich weiß, dass sehr viele die Karte sehr gerne nutzen, aber ich persönlich habe hier leider nicht die Möglichkeit. In dem Sinne hoffe ich, das Video hat dir trotzdem gefallen, geholfen. Falls dem so ist, weißt du, was zu tun ist und wir sehen uns dann zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer.